herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Halloween Let's Play. Ich wollte das so beschwingt mit der Musik machen. Wir spielen ein neues Spiel, nennt sich Through the Woods. Handelt von einer Mutter, die auf der Suche nach ihrem verlorenen Kind ist, nach ihrem verlorenen Sohn ist. Und auf dieser Reise, auf dieser Suche nach ihrem Sohn, was sie da erlebt und wie sie bruchweise immer wieder Stück für Stück dieser Geschichte freischaltet, auf dieser Reise begleiten wir sie. Und diese Reise ist anscheinend gespickt mit Spuk, Grusel, Horror-Szenarien und massiven Jumpscares. Ich habe es noch nicht angespielt, gar nichts. Ich spiele es das erste Mal mit euch gemeinsam. Ja, aber ich bin schon neugierig, was mich da erwarten wird. Mir wird mit Sicherheit das eine oder andere Mal vom Sessel heben, genauso wie euch. Aber auf das freue ich mich schon und jetzt ist ja die richtige Zeit, wo wir eigentlich zu Halloween schon das Gruseln vor der Türe haben. Ja, genau. So einfach kann das sein. Gut. Nochmal kurz zur Story. Das Ganze ist Third Person. Wir spielen großteils die Mutter, die auf der Suche nach ihrem Sohn ist. Das Ganze spielt eigentlich in der norwegischen Mythologie. Und das Ganze ist in den Wäldern an der norwegischen Westküste. Man hat sich hier wirklich ganz, ganz strikt an die nordische Mythologie, norwegische Mythologie und an die norwegischen Volkssagen gehalten und die hier eingebaut. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Indie-Game. Ja, genug geredet. Ich freue mich schon wahnsinnig. Das Ganze schaut ja schon einladend aus, aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, es wird nicht so friedlich bleiben, wie es jetzt ist. Wird es nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber in diesem Sinne, ihr wisst ja, was zählt. Getränke, Knabbereien, bereitstellen, Tablet, PC anwerfen, Kopfhörer aufsetzen, Licht ausschalten, vielleicht nur Kerzerl anzünden, den Kürbis in die Ecke stellen für Halloween, Tür zu machen, bitte nicht stören Schild vor die Tür und wir tauchen ein in die Story. Gonna go exploring, Mom. Okay? Okay. Just keep away from the pier. It's old. I will. Okay. Wir können mit WSAD herumlaufen. Okay. Warum habe ich da den Mauscursor? Okay. Ich hoffe, der stört nicht allzu gemein. Ich lasse ihn jetzt mal irgendwo auf der Seite. So. Wir können herumgehen. Wir sind jetzt mal der kleine Junge anscheinend. Super gekleidet. Drank Extreme. Fashionwear für das freie Gelände. Wunderbar. Schöne Natur haben wir. Die Hütte haben wir. Die haben wir da schon von einer anderen Perspektive gesehen. Jetzt sind wir allerdings da. Mit unserer Mutter. Und können ein bisschen die Gegend erforschen. Da haben wir Scheibtruhe. Ich muss erstmal schauen, was ich alles machen kann. Ich kann also quasi nur herumgehen und mir die Gegend ansehen. Was haben wir da? Nette Blümchen. Die Gegend ist schon was Schönes. Also ich bin immer wieder gerne draußen. Man hockt viel zu viel vor den elektronischen Kisten
und Unterhaltungsmedien, da ist es schon viel wert, mal an die frische Luft rauszugehen, vor allem, wenn man so eine Gegend genießen kann. Das ist schon Hammer. Da muss man schon in manchen Gebieten relativ weit fahren, dass wir das so genießen können. So, da hinten sehe ich das Baumhaus. Da. Das haben wir gesehen beim Intro. So, das ist das Auto von der Mutter. N, norwegische Flagge. Willumsauto. Ist eigentlich, wenn man es so nimmt, der VW Golf, nur ein bisschen die Marke anders gemacht, damit man hier keine Werbung macht. Ja. Gjoll. Aha. Gjoll. Gjoll heißt wahrscheinlich norwegisch Golf. Okay. Mutter fährt ein VW. Ist ja nichts Schlechtes dabei. Aber mal jetzt da die ganzen Abgasgeschichten, aber ja. Gut. Kennen wir. Ah, wir können mit Shift können wir laufen. Alles klar. So, sollen wir mal, bevor wir in die Hütte gehen? Ich weiß jetzt nicht, soll ich vorher in die Hütte gehen, die Hütte inspizieren oder geht es dann weiter? Oder soll ich vorher zum Baumhaus gehen? Wenn es aber dort weitergeht, können wir wahrscheinlich nicht mehr in die Hütte rein. Das ist jetzt blöd. Wir haben das Baumhaus gesehen, das hat mit Sicherheit irgendeinen Zweck. Kann ich da eigentlich aufs Scheißhaus? Und übrigens, wir haben wieder ein Horrorspiel, wo ein Scheißhaus vorkommt. Ich freue mich. Wieder mal ein Spiel. Also wieder mal. Wir hatten bis jetzt kein Spiel, wo nicht ein Scheißhaus vorkommt. Da haben wir es wieder. Nur anscheinend können wir es nicht benutzen. Wir können da nicht hineingehen. Nein, und zum Glück müssen wir halt auch nicht. Im Moment. So, ich schaue mal in die Hütten rein. Was soll es? Schauen wir, was unsere Mutter zu uns spricht. Wie unsere Mutter ausschaut. Alles natürlich interessant. Da geht auch wieder Wegel runter in den Wald. Ach, Open World. Da will man natürlich testen, testen und erkunden und testen. Was haben wir da? Schmale Veranda. Kleine Veranda. Ein See. Geil. Da ist ein See vor der Tür. Bitte, wer braucht mehr? Ferienparadies pur. Da schauen wir gleich runter zum See. Müssen wir alles erforschen. So, dann schauen wir da einmal hinein. Reingehen. Es wird Nacht. Mom. Hey Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, Espen. I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. I'm sorry. Go get a flashlight and I'll come out with you. Ach, eigentlich wollte ich noch die schöne Natur genießen. Für die Taschenlampe der linken. Für die Taschenlampe der linken Taste drücken. Aha, das ist die Maustaste. Schau jetzt, es geht die Mutter mal auf die Toilette. Aber eigentlich wollte ich jetzt nur den Tag genießen. Ich wollte mir das Baumhaus und ich wollte mir den See ansehen. Das können wir jetzt nicht, weil es plötzlich schon wieder Nacht ist. Das ist jetzt blöd. You coming? I thought you had to go. I do, just a sec. You wait right here, won't you? Of course. Ja, da schauen wir natürlich genau. Spinnen, Ungeziefer und was auch immer, dass uns das nicht in den Hintern beißt. So, what do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here. Und wo ist eigentlich der Vater? We could make some hot chocolate. Mom! Wir brauchen
Konzentration. Go away! Just wait up the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man. If you say so. So, wir sind jetzt die Mutter. Das heißt, wir gehen da mal ein Stück weg. Und ich befürchte schon, dass es hier seinen Lauf nimmt. Schauen wir mal, ob er es so macht. Ja, der braucht lang, was und der gegessen hast. Ich befürchte, wenn wir uns jetzt entfernen. Are you done in there, Espen? Was? Espen. Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Was? Ist er da reingefallen? Na. I mean it, Espen. Come out! Jesus, Espen. What are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You're getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding. I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay, but don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken. And dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. Ja, dann machen wir mal heiße Schokolade. I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. God, wie kann man sowas sagen? My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing, and I lost him. We lost each other, and I don't know if I can forgive myself or Espen. Espen? Why didn't you wake me up? Espen? Want some breakfast? Or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Immer wieder verblüffend. Wie kann man eigentlich sagen als Mutter, dass man einen Sohn gebärt, der ja Teil von einem selbst ist, in dessen Adern das Blut der Mutter fließen. Und dann empfindet man bei der Geburt eigentlich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das ist schon ein bisschen heftig, das ist sehr heftig, aber wir müssen uns halt mit der Story auseinandersetzen. Es ist halt so, es gibt halt jemand hier im Spiel, die Mutter, die so gefühlt hat. Das hat sich zum Glück, als der Espen älter wurde, ja gewendet. Genau ins Gegenteil, das freut mich. Aber trotzdem sind solche Aussagen manchmal erschreckend. Da liegt ein Zettel, lesen wir den einmal. So. Wir können das auf Deutsch übersetzen. Das Spiel übrigens ist Englisch. Ja,
mit Untertitel in Deutsch. Ich habe es eingeblendet. Somit kann man auf jeden Fall mitlesen und verstehen, um was es geht. Leider sind die Sprachen und die Stimmen nicht auf Deutsch, aber wir haben eben die Untertitel und wir können hier Deutsch einblenden. So, Brief von Espen. Hi Mama, du schläfst immer, wenn ich aufwache. Es ist echt langweilig. Ich gehe draußen spielen. E für Espen. I für Espen. Okay, ich hoffe, dass der nicht zum Fluss so gegangen ist. Aufgrund der Größe dieses Sees oder Flusses, was da unten ist, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine gewisse Strömung hat. Dementsprechend ist der Junge weg, wenn der da reinpurzelt. Der hat keine Kraft, da wieder rauszukommen. Ja. So. Aha, da haben wir das Zimmerchen, nettes Stockbett. I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight, and his drawings fascinated me. He soaked up the world, and it bled from his imagination to the page, in pastels and pen. The process always seemed to distill the harsh world into something purer. Die Reflektoren am Fenster, okay. Da oben ist eine Lampe, unten auch. Unten ist das der Bär, oben, unten ist gedeckt. Ja, okay. Ist die Frage, wo er liegt, unten oder oben. Ist jetzt schwer zu erkennen, nachdem der Bär oben liegt. Nehme ich mal an, er liegt oben. Nett, gemütlich, romantisch. Mir gefallen so Hütten. Da haben wir die Zeichnung, Wikinger mit Schwert. Können wir da eigentlich in die Kästen? Na, kann man nicht reinschauen. Globus ist da. Gestiefelte Kater ist da. Weiß, was wir brauchen. Und hier ein Bild von Espen mit seiner Mutter. Die Hütte ist übrigens recht geräumig. Gefällt mir. Ein Bild vom Wald mit einem Eichkätzchen. Boah, Katzl. Wie manche sagen bei uns, ja. Was haben wir da eigentlich noch? Da müsste jetzt... Aha. Da können wir das Gewand nehmen. Da haben wir ein Buch, eine Kommode. Geh nach draußen. Müssten wir uns anziehen jetzt. Was haben wir denn eigentlich hier? Was mich wundert ist, da haben wir so eine super Holzblockhütten mit einer Küchennische mit ein. Wenn wir da jetzt herschauen, ist ja die Küchennische da mit Eiskasten, mit allen doch recht modern. Strom haben wir auch da. Anscheinend Pizza-Zustelldienst kommt da, weil da liegt eine Pizza-Box und dann haben wir das Scheißhaus draußen vor der Tür. Echt jetzt? Wir haben kein Klo da herinnen. Wahnsinn. Schwer vorstellbar, aber okay. Anscheinend ist es so. Und was sind diese kleinen Räume hier? Da können wir leider nichts tun. Wäre interessant, was das ist. Der hätte fast auch schon wie Bad und Toilette. Aber warum muss ich dann mit dem Kleinen rausgehen aufs Blumsklo? Ja, Fragen über Fragen. Und was sind wir vom Beruf? Mutter macht technische Zeichnungen, schaut also ziemlich nach Architektin aus. Hat vielleicht das Haus selbst geplant? Aber dann schlecht geplant, wenn es heisel draußen ist. Und wir können nicht hinaus. Wir müssen uns also anziehen, okay. Wollen wir uns vielleicht noch vorher Pizza reinhauen? Nein. Was können wir da benutzen? Radio. Ja, okay. Ist ja schön, wenn man ein bisschen mehr beschwingt Musik hat. Gruselig wird es früher oder später wahrscheinlich eh genau. Noch viel zu schnell. So, wir ziehen uns an. Wir werfen uns in die Montur. Kleiner Rucksack, Haube, Anorak. Ooh, naja. It's freezing. What is it doing out in this cold? Ja, gute Espen, I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. Ja, wir werden aber zum Pier mehr runterschauen. Erstens will ich mir den See oder Fluss anschauen. Espen, talk to me, little man. Und zweitens suchen wir ja unseren Sohn. Was? Steht da unten ein Mann? Was? Wer ist das? Hey! Wer ist das? Hey! Get away from my son! Ey, 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 ey! Jesus! Jesus! Was soll das? Get away from-
from him! Espen, I'm coming! Hey, du Arsch! Wow! No! Oh God, please! Espen! Espen! Oh, das ist vielleicht jetzt nicht gut. Espen! Ich kann nicht umdrehen. No! In den Nebel schwimmen mitten am See ist nicht gut, bei so einer Köten auch nicht. Der ist schneller mit dem Boot, ganz klar. Ich würde umdrehen, aber ich kann nicht umdrehen. Und da haben wir schon den Titel. Through the Woods. Beginnt jetzt. Die Vorgeschichte haben wir schon. Jetzt sind wir mitten am See. Ich hab keinen da. Scheiß Nebel auch noch da. Und jetzt haben wir ein Ladescreen. Der unterbricht ein bisschen die Atmosphäre. Hätte man während dem Schwimmen im Hintergrund machen können. Pfarre Mutter ist schlichtweg der Wahnsinn. Das schaut aber irgendwie aus wie ein altes Wikingerboot, ha? Mit diesem Kopf vorne drauf. Ist sie jetzt zurück oder ist sie jetzt komplett durch den See durchgeschwommen? Alle Achtung! Und jetzt holt er sich wahrscheinlich in den Tod. Na, zum Glück gibt es wasserdichte Handys. Oder auch nicht. Espen! Was ist hier? Was ist hier? Die ist tatsächlich durch den See geschwommen. Ein Wahnsinn. Alle Achtung. Da liegen auch Boote und so weiter. Jetzt geht da ein Weg nach links. Die Musik baut sich auf. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Was passiert hier? Soll ich jetzt weitergehen oder nicht? Soll ich mir den anderen Weg anschauen? Und was ist die Musik? Okay.